zur zweiten Stunde stark wie ein Tiger. Bei der ersten Stunde habt ihr schon richtig viel geübt und bestimmt seid ihr jetzt schon viel stärker als vorher. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar braucht ihr wieder euren Gürtel. Und als erstes legt ihr euren Gürtel einmal hin, legt beide Enden aufeinander und jetzt nochmal die Enden aufeinander. Wir falten den also einmal und jetzt halten wir auf einer Seite den Gürtel fest, wo alle vier Enden sind. Zack. Dann haben wir den so in der Hand. Einmal so den Gürtel falten und in die Hand nehmen. Und jetzt machen wir damit einen Propeller. Und wir schleudern jetzt mal den Gürtel an der Seite richtig schnell. Richtig schnell. Und jetzt laufen wir damit los. Sehr gut. Dabei die ganze Zeit schleudern. Schleudern, 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 schleudern. Noch schneller, bis da ganz viel Wind ist. Sehr gut. Und wir werden wieder langsamer. Jetzt nehmen wir das in die andere Hand. Festhalten. Und wir schleudern wieder. Schafft ihr das, dass der immer einen großen Kreis macht, der Gürtel? Und dabei nochmal laufen. Gürtel schleudern. Jawohl. Noch schneller. Ganz viel mitmachen. Jawohl. Und stopp. Ihr nehmt den Gürtel wieder in die eine Hand. Und setzt euch einmal hin auf die Popo. Nehmt den Gürtel über den Kopf. Und jetzt schleudern wir wie ein Hubschrauber. Das sind unsere Propeller hier oben. Und wir schleudern. Und Achtung, jetzt heben wir ab. Und fliegen einmal los. Und der Hubschrauber landet wieder. Der Propeller wird langsamer. Und ist gelandet. Wir nehmen den Gürtel in die andere Hand. Und langsam geht der Propeller wieder los. Und wir schleudern, schleudern und fliegen los. Noch schneller. Und wir landen. Sehr schön. Den Gürtel könnt ihr jetzt einmal zur Seite legen. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie ein starker Tiger steht. Der stand doch nicht so, oder? Nein, ne? Der stand richtig stark. Beine auseinander, Hände an die Seite, in die Augen gucken und natürlich eine laute Stimme. Und das mit der Stimme, das üben wir jetzt nochmal. Und dafür müsst ihr jetzt gleich rufen. Ich bin die Ira und ich schrei so. Jetzt sagt ihr euren Namen. Ich bin der oder die und ich schreie so. Achtung, los geht's. Das war ja richtig laut. Noch einmal. Ich bin die Ira und ich schreie so. Und ihr jetzt? Das war laut. Schafft ihr das nochmal? Und zwar so laut, dass hier meine Wände wackeln. Auf die Plätze. Fertig. Das war laut. Richtig klasse gemacht. Und ihr merkt schon, man braucht eine starke Stimme, wenn man auch stark sein möchte. Und wir machen jetzt noch eine Übung. Dafür geht ihr auf die eine Seite von eurem Zimmer. Und jetzt müsst ihr bis zur anderen Seite vom Zimmer laufen und ganz laut dabei schreien. Kommt ihr am Ende von dem Zimmer an, zack, ist es wieder leise. Und dann laufen wir wieder zurück. Achtung, ich mache einmal vor. Und dann gehe ich wieder auf die andere Seite und mache das nochmal. Mal schauen, ob ihr das schafft. Auf die Plätze. Fertig. Los. Jawohl, richtig laut schreien, eine Bahn. Und langsam wieder zurück. Sehr gut. Achtung, noch eine Runde. Los, blitzen, laut schreien. Oh ja. Und leise wieder zurück. Das war schon richtig gut. Und jetzt kommt die schwerste Übung. Ihr müsst jetzt gleich loslaufen, dabei schreien und so weit kommen, wie ihr könnt, ohne Luft zu holen. Ja?
Erst wenn ihr Luft holen müsst, müsst ihr stehen bleiben. Ja, ich mache das einmal vor. Tief Luft holen. Oh, mehr habe ich nicht geschafft. Vielleicht schafft ihr ja viel öfter im Zimmer hin und her zu laufen. Mit einem Mal Luft holen. Jetzt geht's los. Auf geht's. Oha. Das ist laut. So lange haltet ihr durch. Wow. Klasse. Ihr könnt ruhig noch eine zweite Runde machen. Noch einmal loslaufen. Ich höre euch. Ich höre euch hier. Oh ja. Richtig laut. Sehr gut. Gut. Und einmal stopp. Das Passwort in diesem Video ist Gürtel. Okay? Wir kommen zu unserem Kampfspiel. Und zwar brauchen wir dann natürlich wieder einen Partner. Ich nehme den Dennis und ihr nehmt euch Mama oder Papa. Und wir spielen jetzt Raus aus meinem Garten. Dafür legt ihr euren Gürtel in einen Kreis, die beiden Enden zusammen und legt den schön rund aus. Sehr gut. Und als erstes stellt sich Mama oder Papa in den Kreis. Und der Dennis, der steht jetzt in seinem Garten und der möchte nicht, dass ich in den Garten darf. Ich will aber versuchen, mit beiden Füßen da reinzukommen. Dann habe ich einen Punkt. Und ihr seht schon, der Dennis will das nicht. Der schiebt mich nämlich raus. Und ich versuche jetzt hier reinzukommen. Mit einem Fuß habe ich schon, mit einem Fuß habe ich schon. Und, oh! Nein, nochmal. Jetzt aber. Aha, geschafft. Und wenn ich es geschafft habe, dann ist der Dennis dran und versucht, in meinen Garten reinzukommen. Und ich schieb den hier weg. Oh, einen Fuß habe ich. Nein, nein, den zweiten schaffst du nicht. Da hat das geschafft. Und los geht's. Jetzt dürfen wir kämpfen. Klasse. Raus aus meinem Garten. Feste rausschieben. Und Angriff. Jawohl. Und dann immer tauschen, wenn man es geschafft hat. Sehr schön. Da müssen sich die Mamas und Papas mal ein bisschen anstrengen hier. Jawohl. Angriff! Schieben! Rausschieben! Kommt! Los, 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 los! Und Endspurt! Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, nochmal richtig Fässe! 4, 3, 2, 1 und stopp! Super gekämpft habt ihr! Und zum Abschluss machen wir noch unser Auspowern. Da können die Mamas und Papas Pause machen und die Kinder, die müssen sich jetzt nochmal bereit machen. Bist du bereit? Sehr schön. Einmal hinstellen, wie ein Tiger. Und wir starten jetzt zusammen mit 10 Hampelmännern und die Hampelmänner, die zählen wir zusammen. Ich zähle und du zählst mit. Auf die Plätze, fertig, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Und jetzt machen wir 5 Strecksprünge. Bei den Strecksprüngen berühren die Hände den Boden und ich springe richtig weit nach oben. Und zusammen, 5 Strecksprünge. 1, 2, 3, 4 und 5. Und nochmal 5. Hampelmänner. 1, 2, 3, 4, 5. Klasse. Und jetzt machen wir noch Sternsprünge. Dafür müsst ihr springen und in der Luft einen Stern machen. Hopp. Genauso. 5-mal. Und 1, 2, 3, 4, 5. Puh, das ist anstrengend. Aber zum Abschluss schaffen wir noch 10 Hampelmänner.
Männer, als Abschluss. Auf die Plätze, fertig, los! 1, 2, lauter! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geschafft! Klasse! Einmal Füße zusammen. Verbeugen. Ihr habt richtig klasse mitgemacht. Wir sehen uns dann im dritten Teil, hoffe ich.